Hallo, liebe Sternbürger. Willkommen zu Tag 7. Heute haben wir Apoa, Banu und Espiria. Schönen Gruß auch in den Chat. Heute haben wir relativ wenig zu zeigen. Wir haben Apoa, die haben ein Schiff, zwei Schiff, die haben noch die Motorräder. Die haben ein Konzept, die Banu haben auch nur ein flugbereites Schiff und dann gibt es natürlich noch Espiria mit ein paar mehr Schiffen und der Talon, die mit 3.12 kommt. Und da würde ich mal sagen, gehen wir direkt rüber ins Spiel, weil wie gesagt, heute ist nicht wirklich viel zu zeigen, deshalb starten wir gleich mal durch. Zack, so. Jetzt, so. Meine Gäste heute Abend, der Monkey und der Pico, wie die letzten Abende eigentlich immer. Oh, noch einen letzten Schluck nehmen hier. Schönen guten Abend noch Entropiewirbel. Und Tag. Würde mal sagen, legen wir mal los. Gestern haben wir links angefangen, heute fangen wir wieder mal rechts an. Dann haben wir nämlich hier die Espiria Blade, ein Nachbau eines Fendul-Schiffes. Leider nicht der aktuellste Stand des Designs, weil die haben es nochmal geändert. Den ganzen Look von den Fendul-Schiffen. Ja. Ist mir noch ein Geheimnis oder was? Nein, Geheimnis nicht, aber die haben es halt noch nicht in-game irgendwie aus irgendeinem guten Grund, den sie uns nicht sagen. Die Cockpits werden so ein bisschen bubbleförmig, also so kugelförmiger halt. Ne? Sieht halt jetzt schon sehr cool aus, wenn man es sieht. Die Flügel klappen halt noch auf. Das sieht schon alles sehr cool aus. Auch hinten dieser Rippenkäfig da. Das sieht schon sehr alienmäßig aus hier alles. Auch sehr organisch gemacht. Und dieser geniale Glow da drin. Sieht schon sehr fies und sehr cool aus. Aber wie gesagt, sieht dann noch cooler aus, wenn es, glaube ich, dann mal wirklich überarbeitet wird. Wir kommen gleich noch zu einem anderen Vendul-Schiff. Das ist halt noch das ganz alte Design, weil sie es noch immer nicht geändert haben. Da hinten steht es ja auch schon. Upsi. Oh, Glitch. Da bin ich mal gespannt, wie das neue Design dann von der aussieht. Das war zu sehen. Noch krasser. Das war zu sehen in diesem Teaser-Trailer zu Squadron 42 vor letztem Jahr. So, dann haben wir hier das einzige Banu-Schiff, die fliegende Krabbe. Wirklich tolles Schiff. Bei den Banu ist es halt so, dass die... jetzt gehe ich in die Treppe runter, das wollte ich nicht. Dass sie sehr künstlerisch sind, also Form follows Function und... Function follows Form, so. Sehr aufwendige Materialien hier, sehr, sehr verspielt. Und das Geilste eigentlich an dem Schiff ist gleich der Innenraum, muss ich sagen. Leichter Jäger mit 4 Size, schlag mich tot, 2 Cinch-Waffen, also Beam-Waffen sind das sozusagen. Die feuern einen Strahl ab, der ultraschnell ist und ziemlich viel Schaden an Schilden verursacht. Nettes Teil eigentlich. Hatte sie mal einige Zeit geflogen. Als meine Flotte noch nicht so wirklich final war, hatte ich sie mal zwischenzeitlich auch. Schade. Hier ist kein Licht. Achso, jetzt habe ich den Helm natürlich nicht auf. Moment. Ah, super. Monkey bringt Licht mit. Oh, jetzt habe ich auch Licht. Hier das Ganze ist natürlich sehr organisch. Das sieht schon sehr, sehr cool aus. Hat halt hier auch alle möglichen Dinge. Ich komm's mal rein. Dann mache ich mal zu hier. Oh, und zu. Auch die Sounds sind sehr, sehr cool gemacht. Waffenhalterung gibt es hier auch. Für einen leichten Jäger finde ich halt sehr cool. Man hat hier zwei Betten.
Das finde ich schon sau cool. Oh. Hier hinten hat man dann Zugriff auf die Komponenten. Ich weiß nicht, es geht leider noch nicht auf hier. Geht's hier, ne? Und unten geht. Komm, hier. Keiner gesehen. wie gesagt, sehr cool, wie in so einem Bauch von einem Wal oder irgendeinem anderen Alien-Viech, als wäre mal gefressen worden. Die Banu teilen sich grundsätzlich alles. Das heißt, es gibt einen Piloten, der kann piloten, also fliegen, und es gibt einen Schützen, der schießt. Warum geht's denn auf? So, hier gehen wir mal rein, aber ich setze mich wirklich nicht. Auch das Cockpit hier ist sehr cool, also man kann zum anderen Cockpit, kann man rüberschauen. Ich glaube, man sieht es da hinten, genau da. Das ist schon ziemlich cool gemacht, ziemlich einzigartig, wie ich finde, aber ja, ist ein leichter Jäger, machen wir uns nichts vor. Hat einen mittleren Schildgenerator, hat zwar nur einen, aber dafür einen mittleren. Für so einen leichten Jäger ist das natürlich schon ziemlich amtlich. Auch hier vorne, das sieht so aus wie so Nasenlöcher irgendwie. Das ist schon sehr cool gemacht. Zurückgrat an der Decke. Ja, und jetzt. Ich dachte schon, ich bin durch den Planeten gefallen. Gut, nur durch die Leiter, Gott sei Dank. ja, das wäre jetzt perfekt gewesen. Ja, so viel dazu. Gehen wir mal runter, gucken wir mal, was da steht, weil da sind die Hologramme für heute. Da sollte dann auf jeden Fall auch was stehen. Gut, hier ist nichts. Dann sollte auf der anderen Seite sollten die Mopeds stehen. Aha. Ja. Na, ist Jörg. Genau, da haben wir die Nox-Q, beziehungsweise die, wie hieß die andere nochmal? Nox auf jeden Fall. Ist ein Hover-Moped. Sieht ziemlich cool aus, hat ein sehr cooles Design, wie ich finde. Hat hier hinten auch dieser hintere Teil hier, der schwebt. Ich leime jetzt mal gerade eine aus. Die machen auf jeden Fall richtig Spaß. Aber wie gesagt, schon bei den Dragonflies gestern, das hubbelt so. Also man hat immer das Gefühl, man fährt immer so über einen Stein, und das macht irgendwie so, naja, könnte man sich ein bisschen smoother vorstellen, aber da muss sie noch mal ran. Der Monkey ist so lieb und hat sich hier mal reingesetzt. Da fährt auch hier hinten dieser Schild dann hoch, der den Fahrer noch so ein bisschen schützt. Genau, da fährt er zusammen. Nee, alles gut. Ja, wie gesagt, sieht schon ziemlich cool aus, machen auch an sich relativ viel Spaß. Nur wie gesagt, dieses Hubbelfahren finde ich damit nicht so schön. Das müsste deutlich smoother sein. Aber das Vehicle Feature Team wird sich, denke ich mal, auch dem annehmen. Und ich freue mich mehr auf die Ranger. Genau, auf die Ranger muss ich persönlich sagen, auf die Bikes freue ich mich auch ein gutes Stück mehr, und ich kann mir sogar vorstellen, wenn die mir richtig Spaß machen, hole ich mir die Rennvariante vielleicht sogar aus dem Buyback wieder zurück. Obwohl, so teuer sollten die Ingame natürlich auch nicht sein, deshalb einfach mal gucken. So, dann haben wir hier die Asperia Talon. Asperia Talon ist ein leichter Jäger der Tevarin oder ein Nachbau dieses. Hat Size 4 Hardpoints hier unten, zwei Stück auf jeder Seite ein. Gegimbelt Size 3 ist, glaube ich, Standard. Das ist das erste Mal, dass man hier so richtig schön mal drumherum gehen kann. Bisher haben wir immer nur feste Perspektiven davon gesehen im, Inside Star Citizen. Die ist im Moment in Entwicklung, ist auch schon relativ weit und kommt mit 3.12 ins Spiel und hat vorne dieses genial geschlossene Cockpit, was ich absolut mega finde. Das sehen wir gleich auch noch bei dem Dropship der Tevarin. Da drin ist im Endeffekt, man sieht nichts, und wenn man einsteigt, dann blendet das alles so weg. Dann ist da so ein Holo-Bildschirm und dann kann man dann halt sehen, was halt draußen ist. Und das finde ich mega cool gemacht. Hat so was Insektenartiges. Ne? Es ist. Aber wie gesagt, ist schon ziemlich cool.
leichter Jäger, schwere Bewaffnung. Dann gibt es da noch die Shrike-Variante, die hat eine kleinere Bewaffnung, hat aber dafür, ich glaube, 24 Raketen, wenn ich mich jetzt nicht total irre. Und das Ding mit 24 Raketen. Ja, das ist sogar die Shrike-Variante. Die hat halt, wie gesagt, hier kleinere Waffen. Die sind dann, glaube ich, nur Size 2 maximal. Hat dafür aber dann einen ganzen Haufen Raketen hier drin, die sie abfeuern kann. Raketenmagazin oder was? Genau, das ist so ein Magazin halt, ja, genau. Das kannst du wohl auch nicht austauschen. Das sind Size 2 Raketen. Damit ich aber jetzt hier nicht wirklich lüge, gehe ich hier mal gerade in den Shop rein. Okay, Moment. So. Ich finde das ja schön, wie die Flügel hier im Holo-Grün schimmern. Ja, das wird natürlich auch nochmal was total Tolles. Ich schalte mal hier gerade um. Hat als Bewaffnung die normale Talon, hat zwei Size 3 Raketen und wie gesagt zwei Size 4 Hardpoints und dann gibt es halt noch die Talon Shrike. Na, gut, müssen wir hier mal gerade rüber gehen. Aspiria, Talon Shrike. Kostet genauso viel, hat aber wie gesagt. Ja, hier steht es jetzt nicht. Tevarin Missile, maximal 2 Ballistik kennen. Ja, gut, das stimmt alles vorne und hinten nicht, was hier steht. Gucken wir nochmal, was CIG sagt. Das ist die Aspiria Talon und das ist die Shrike. Und genau, 2x12 Raketen. Missile Size ist dann wohl 3. Also das heißt. Size 3? 24 Size 3 Raketen. Das gibt's halt nicht. Halleluja. Der kommt rein, ballert um sich und haut wieder ab, oder? Genau. Die sind wirklich für Hit-and-Run-Technik gedacht, weil die selber haben nur einen Size 1 Schildgenerator. Entschuldigung, wenn ich mal wieder Stimme versagt. Wird auf jeden Fall spannend, aber für mich ist das nichts. Wie gesagt, und es kommt ja auch noch dazu der neue Missile Operator Modus, wo dann auch limitiert ist, wie viele Raketen wir pro Schiff oder pro Batterie aufschalten können. Das heißt, unter Umständen, die wird zwar 24 Raketen haben, alles gut und schön, aber kann dann vielleicht 4 Raketen gleichzeitig aufschalten. Das ist zwar schon immer noch viel für so einen kleinen Jäger, aber also, okay, und dann haben wir hier, denke ich mal, hier haben wir dann die normale Talon-Variante. Das wusste ich jetzt nicht. Genau, hier haben wir die normale Talon-Variante. Und da seht ihr auch, da ist dann eine deutlich, deutlich größere Waffe hier dran gebaut. Und wie gesagt, dann keine, nur 2 Raketen pro Seite, beziehungsweise 4 Stück dann insgesamt. Schönes Schiffchen. Alien Flair, die Hülle wird so ein irisierend sein. Ich sag jetzt mal, das klingt jetzt blöd, aber es sieht ein bisschen aus wie eine Scheißhausfliege. Aber es sieht irgendwo cool aus und passt dann so zum Ganzen, zu diesem Vogel-insektenartigen Äußeren der Schiffe. Wie gesagt, wird spannend, freue ich mich drauf. Werde ich sicher auch mal fliegen. Gut, das war's dann von den Hologrammen. Zack, heute sind wir unheimlich schnell hier durch. Es ist kaum was zu zeigen. Das ist richtig schade eigentlich. Aber mit der Zeit, denke ich mal, werden natürlich auch noch mehrere Alienschiffe dazukommen. Es soll noch ein Gian-Transportschiff irgendwann mal kommen. Und soon. Genau, Soon TM. Aber man sieht manchmal auch, dann macht das dann so, nimmt so eine komische Wende wie gestern im Inside Star Citizen, das kam ja schon gestern. Und da wurde dann als letztes mal rausgehauen, dass sie an dem Panzer von Tumbril jetzt aktiv arbeiten. Hm. Der ist in der Whitebox-Phase. Tumbril? Na. Also der Tank, ja. Der Tank. Genau. Der Tumbril. Oh, Nova. Das ist ein Tumbril. Das ist ein Tumbril, genau.
Gut, Sahnestück wie immer zuletzt, obwohl das hier ist eigentlich auch ein Sahnestück. Das ist die Glaive. Hat noch das ursprüngliche Originaldesign der Verdul. Zwei massive Size 5 Waffen und zwei Size 1 Waffen. Das ist ein totales Biest. Schwerer Jäger natürlich. Sehr interessant. Trotzdem, wie gesagt, das Design ist natürlich total veraltet, weil es noch aus den Anfangstagen von Star Citizen kommt. Wann das Neue kommt, weiß keiner so recht. Aber trotzdem ist es irgendwie noch cool. Also es war damals cool, es ist auch noch cool und das Neue wird einfach noch cooler. Bin ich mir sicher. In den Dingern liegt man immer auch auf so einer Pritsche. Also man liegt, genau, der Monkey macht es mal wieder vor hier. Der darf in alles steigen. Sieht aus wie so eine kleine Folterbank. Und dann kommen dann die Schmerzensschreie oben aus dem Cockpit. Ja, wie gesagt, interessantes Schiff auf jeden Fall. Wird noch interessanter und noch cooler. Und da warten wir einfach mal ab, was da noch kommt. Die ist auch so eigentlich jetzt gar nicht zu haben. Ne? Ich muss mal gerade gucken. Ich glaube, die ist. Die kann man so eigentlich immer noch nicht kaufen. Wo ist denn jetzt hier mein. So. Die müsste limitiert sein. Genau, ich hatte nämlich bei den Angeboten nicht gesehen. Man muss den Arena Commander, den Vendul Swarm durchspielen. Dann kriegt man eine Badge und kann die holen. Aber ich glaube nicht, dass sie jetzt verfügbar ist. Ich gucke jetzt trotzdem hier mal, Entschuldigung, ich gucke mal parallel hier gerade im Webbrowser gerade. Moment. Nee, a Power ist es nicht. Quatsch, ist doch. Wo haben wir es? Vendul da. Könnte ich sie denn kaufen, wenn ich es wollte? Nee, ich könnte die Skies könnte ich kaufen. Sehe ich gerade. Skies. Die Skies, ja. Glaube ich, oder? Kann ich sie? Kann ich sie nicht? Die Skies bestimmt nicht. Nee, die war wirklich limitiert auf 2000 Stück. Ja, die ist also auch weg. Gut, okay, also limitiert, kriegen wir alles nicht mehr. Ja, gehen wir mal rüber zur Power. Da gibt es nämlich noch meinen Seestern, meinen Geliebten. Ganz tolles Schiffchen. Das ist die Apoa Cartual, ein Gian-Schiff, Gian-Nachbau. Ganz tolles Schiff, wie ich finde, weil die hat ein sehr cooles Faltdesign. Hat auch zum Glück endlich mal ein Waffen-Upgrade bekommen. Sie hat mittlerweile Waffen dran montiert. Ich glaube, die sind sogar gimbelt, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ne, die sind gimbelt. Ja. Also das heißt, sie hat jetzt Size 4 Hardpoints, hat dann Size 3 Gimbelt-Waffen drauf, hat dieses unheimlich cool rot schillernde Material hier, einen irren Sound und wie gesagt, ganz irren Auffaltmechanismus. Und dann sieht sie auch wirklich aus wie so ein Stern. Ich mach's zumindest mal auf hier. Oh, Standbild. Ne, jetzt geht's wieder. Ich mach's zumindest mal hier auf. Open Ladder, die hat nämlich so eine Schwebeleiter. Auch total cool. Ich glaube, die werde ich gleich auch mal fliegen. Die ist schon sehr cool gemacht. Hat auch dieses Insektenartige, auch die Sounds sind so ein bisschen insektoid. Finde ich richtig cool gemacht. Ist kein Schiff, was ich in meiner Flotte haben muss, aber definitiv ein cooles Schiff eigentlich. Also, wie gesagt, ich mag sie, aber ja, zu mir reicht es auch nicht. Außerdem muss man später noch was irgendwie im Spiel haben, was man sich erarbeiten kann. Und dann kommen wir hier zum zweiten Tevarin-Schiff. Das ist die Prowler, ein Dropship. Ist genau wie die Tailen vorne geschlossen. Es gibt also kein Glascockpit. Hat natürlich auch dieses coole Vogeldesign. Diese Lamellen hier, die fahren noch bis auf den Boden, können den landenden Bodentruppen dann auch Schutz bieten. Schwenkbare Triebwerke, also VTOL-Triebwerke. Hat so ein bisschen was durch diese Schwebetechnologie hier an den Seiten, was erinnert mich so ein bisschen an die Schiffe aus Matrix, die Nebukadnezar zum Beispiel.
Jo, machen wir mal auf die Kiste. Zip. Das sieht schon sehr cool aus. Und dann gehen wir mal rein in den Vogelkäfig hier. Und hier erinnert natürlich auch alles so an Nester und Geäst. Und ja, wie gesagt, hier ist halt erstmal Platz für acht Soldaten. Können wir hier mal so eine Tür aufmachen. Die haben alle ihre eigene Tür, wo die Soldaten dann halt rausspringen können. Und die Türen haben allesamt ein Airshield. Das heißt, der Innenraum wird auch nicht dem Vakuum ausgesetzt. Was zum Beispiel bei der Valkyrie, die wir hatten jetzt die Tage, der Fall ist, da ist kein Airshield drin. Hier vorne hat man auch noch Platz für vier Personen insgesamt. Ich setze mich nicht rein, nein. Dann nehmen wir mal hier diese genial gemachte Leiter. Das sieht einfach nur cool aus. Kommen hier nach oben. Besonders, man läuft erstmal vorbei. Genau. Hier haben alle Komponenten ihren Platz. Also das heißt, man hat ja auch einen guten Zugriff auf die Komponenten. Geht jetzt leider nicht, aber hat schon zum Glück jemand aufgemacht. Hier oben ist dann noch der. Hier oben ist der Pilot und unten ist der Co-Pilot. Der Co-Pilot hat draußen noch die Waffengewalt über den Turm. Und der Pilot hat ebenfalls Waffen, die er abfeuern kann. Was ich auf jeden Fall noch zeigen möchte, ist euch hier die Leiter zu zeigen. Die zeige ich aber vor allen Dingen gleich auch mal von außen, weil die ist ähnlich cool wie bei der Nomad. Wobei die Nomad, muss ich sagen, die hat schon eine sehr coole Leiter. Ich mache es nochmal auf hier, damit ihr das mal seht. Open Ladder. Zip. Also das faltet sich hier so raus, das sieht schon sehr cool aus. Das konnte ich noch gar nicht. Siehst du mal. Ja, wie gesagt, coole Schiffe, aber wir sind schon durch. wie sieht's bei euch aus? Ihr dürft ein Schiff behalten. Welches behaltet ihr? Ich würde sagen, die Prowler. Uff. Die Prowler, jo. Okay, ja, für mich wäre es wohl der Seestern, die Katual. Gehen wir noch mal kurz rüber, da stehen nämlich die ganzen Tevarin-Waffen hier. Sollten wir auch mal angucken, wenn wir schon gerade hier sind. Natürlich wieder hier angefangen mit der Size 6 Variante. Die sehen schon sehr gefährlich aus. Also da fehlen noch zwei Triebwerke dran und dann kann man sich da draufsetzen und losfliegen. Ja, Entropiewirbel schreibt hier gerade, er ist Riesenfan von der Glaive, aber die Prowler hat auch was. Ja, wie gesagt, man zahlt ja leider immer, gerade wenn man jetzt mit Echtgeld zahlt, immer diesen Alien-Bonus. Die Schiffe sind leider halt auch nicht günstig. Ich glaube, die Bano Defender liegt irgendwo bei 230 Euro. Legt man 20 Euro drauf, kriegt man dafür einen schweren Jäger. Sprich, die Aegis... komme ich jetzt wieder nicht drauf. Vanguard Warden. So. die deutlich mehr gepanzert ist. Wie gesagt, die Alien-Schiffe sind schon ziemlich cool, aber ja, wie gesagt, es ist... So, ich muss noch einen Screenshot machen. Monkey, gehst du mal gerade aus dem Bild? Danke. Ich bin schon längst an dir. So, ja, nee, ich mach den ja von hier hinten. Hatte gerade noch deinen Namen eingeblendet bekommen. Ja, wie gesagt, das war es aber auch schon für heute. Wir fliegen aber jetzt noch ein klein bisschen, damit man wenigstens was davon hat, dass ich mich da mal gefahrlos reinsetzen kann. Helm nehmen wir nochmal kurz ab. Und ja, habt ihr euch alle ein Schiff ausgeliehen? Ja. Ja. Dann werden wir jetzt nämlich gleich mal die Schiffchen ein bisschen im Kampf testen. Und ja, dann haben wir noch so ein bisschen Spaß wenigstens dann und kriegen hier das Stündchen auch mal voll. Ansonsten, ja, wie gesagt, heute ist halt sehr, sehr wenig zu zeigen gewesen.
Morgen wird sich das allerdings total ändern, weil morgen ist Origin. Da werden wir wohl die ganze Zeit hier in der Messehalle verbringen und da werde ich mit dem Mund noch fusselig reden können. Drei Viertel der Zeit in der 98-Jump. Mit sehr wahrscheinlich. So, dann fangen wir mal zur Expo-Lobby. Ja, bis halt letztendlich, wie gesagt, die Alien-Schiffe im Moment gibt es also so viel. Die Banu Defender habe ich gesehen. Die Banu Defender, die. Gott, ich komme im Moment auf gar nichts. Sorry, ich hab immer noch, bin immer noch voll gedröhnt mit Medikamenten. Helft mir nochmal gerade. Banu, zweites Schiff, großer Frachter. Merchantman, dankeschön. Oh Gott. Die Merchantman ist teurer geworden, habe ich heute mitbekommen. Da waren wohl. Ich habe das Gefühl, die CLG weiß auch noch nicht, wie groß sie werden wird. Nee, da soll es ja auch eine Synergie geben mit der Banu Defender. Ich schätze mal, die bauen da einen Hangar rein, wo die dann irgendwie reinpasst. Oder eine Andockstation, ähnlich wie die Merlin an der Andromeda vielleicht andockt. Weiß man noch nicht, wie genau das aussehen kann und was das überhaupt wird. Aber letztendlich, sie arbeiten da an was und haben gesagt, da wird es auf jeden Fall eine Synergie geben. Ich schätze einfach mal, Die Merchantman ist so oft überholt worden. Die hatte ursprünglich hatte sie nur einen Verhandlungsraum. Mittlerweile hat sie Geschäfte an Bord. Sie entwickeln die immer noch. Also sie hatten am Anfang hatten sie zwar eine coole Idee, aber sind dann davon abgewichen und haben die weiterentwickelt. Da es ein Banu-Schiff ist und die Banu ein großes Stück größer sind als die Menschen, wird das Schiff natürlich auch entsprechend größer. Ob sie die dann auch mal langsam entwickeln, ist natürlich die andere Frage. Jetzt nicht wieder nächste Station rausspringen, ne, Pico? Nö. Ja, wie gesagt, Alien-Tag. Ist halt nicht so wirklich, aber dafür können wir die Schiffe jetzt endlich mal im Live ein bisschen ausprobieren hier und werden mal ein bisschen mit denen durch die Gegend fetzen. Wir haben auch schönes Wetter hier. Wunderbar. Hell. Und du zeigst es den Leuten sogar. Genau, und diesmal zeige ich es auch, weil ich nicht so blöd war, umzuschalten. Oh Gott. Ja, nee, das ist... Sorry. Das, dafür entschuldige ich mich auch. Also, das war gestern blöd, aber... Ja. Das ist... Ja... Man kriegt halt weniger mit, wenn man Medikamente in Dos hat. Ist alles manchmal nicht so prickelnd. Aber ich hoffe, ich lasse dich noch mehr federn und morgen geht es dann hoffentlich wieder ein bisschen besser. Werde ich mich nämlich gleich noch ein bisschen auf der Couch schonen oder so. Weil wie gesagt, morgen wird viel zu gucken sein. Die Jump, die 600er Serie, die 300er, die 100er. Da ist einiges dabei. Aber trotzdem schätze ich, dass die A90 Jump dann wieder innerhalb kürzester Zeit ausverkauft sein wird. Oh ja. Wahnsinn. Aber dieses Schiff ist schon geil, muss ich sagen. Aber das ist, die ist mir einfach viel zu teuer. Und das ist sowas, das man muss, das ist halt immer die Sache, ich selber hab ja selber ein paar Schiffe, ich gebe es ja zu. Die Sache ist einfach nur, man wird ja später noch irgendwas im Spiel machen möchten, machen mögen, wie auch immer. Man möchte ja noch was erarbeiten im Spiel, ne? Und wenn man zu viele Schiffe hat oder zu viele Schiffe hat und dann auch noch die ganz großen Pötte, dann wird es halt schwer sein, da noch irgendwie was erreichen zu wollen. Weil man hat ja dann schon, keine Ahnung, das größte Schiff von der Luxusklasse. Dann hat man in der Luxusklasse ja schon nichts mehr, was, worauf man sich hinarbeiten kann. So, jetzt ist uns der Fahrstuhlgott hoffentlich gut gewogen. Ah, ja, super.
Ich lasse jetzt immer alles den Monkey machen, weil bei dem klappt das. Der drückt den Fahrstuhl und so. Monkey wird jetzt mein offizieller, den spanne ich dann auf das nächste. Nein. Du wirst mein Knöpfchen-Äffchen. Viel besser. Ja. Versuchskaninchen heißt normalerweise. So. Da sage ich jetzt nichts zu. Hase, haben wir ja schon. Du bist dann alle Däffchen. Musst dich nicht so nennen. Das ist nicht meinem Kopf entsprungen. So, gut, ich werde auf jeden Fall die Kato annehmen. Und ihr nehmt natürlich, wo immer ihr Bock drauf habt. Die Arrow. Arrow, warum habe ich die Arrow eigentlich? Ja, so, da ist die Kato. Also. Achso, ich habe übrigens kleine Meldung am Rande. Ich habe mitbekommen, dass die Mercury Star Runner wohl ihren Spritverbrauch angepasst bekommt. Also, oh, schon mal gutes Zeichen. Wird also schlimmer als vorher. Genau, die säuft dann noch mehr. Jetzt bin ich mir nicht sicher, muss ich die so rausfliegen? Ja, die muss ich so rausfliegen, kann ich nicht aufklappen. So, gut, hier haben wir nochmal die Katual. Schön, ich zeige es jetzt gleich von außen, wenn ich sie auffalte. Das ist richtig, das ist eine Wonne. Und auch wie das Material hier schimmert, das ist einfach, das ist der Hammer. Das ist einfach wunderschön gemacht. Also das kann CIG auf jeden Fall. Die wissen, wie man Raumschiffe baut. Das, ja, und jetzt der Pilot zieht. So. Zip. Wird auch nicht über Joysticks gesteuert, sondern mit diesen Bällen hier. So. Moment, muss ich mal wieder gucken in den Optionen hier. Ist es wieder ausgeschaltet? Es gab ja wieder mal ein Patch. Enable. Tracking enable, yes. So, wunderbar. Und dann werfen wir die Kiste mal an. Die Brawler. Ja, Hammer. Sind schon sehr coole Schiffe. Aber die Prahle hat jetzt keine Vitol-Triebwerke, oder? Doch, hat sie. Doch. Ja? Ach stimmt, ich muss den ja genau ummodellieren. Oh. Fliegen wir erstmal. Whoopsie. Whoopsie. Oh Gott. So, okay. Also, jetzt falten wir die mal richtig hier. Oh, bringen wir mal schön in Stellung hier. Das ist einfach nur so cool. Das ist einfach nur so schweinegeil, das Teil. Also ist was ganz anderes, ist total Alien. Das ist der Hammer. So, und jetzt gucken wir mal, wo die anderen beiden kommen. Ich bin hinter dir. Ist hinter mir, ich sehe dich gerade noch nicht. Ich bin 2 Kilometer von dir ungefähr entfernt. Das Display ist hammergeil. Da sind die beiden. Gut. Ihr seht auch, wie die Düsen sich hier bewegen. Das ist natürlich total geil. Also ist jetzt bestimmt nicht mit einem Jäger vergleichbar, aber auch die Sounds, die man hier hat. Also wenn wir jetzt mal dieses Brummen ist so der Hammer und die ist so agil hier. Also ich tippe hier nur auf meine Pedale, da dreht die sich einmal 180 Grad. Das ist Wahnsinn.
Ich ziehe mal hier so Richtung raus aus der Atmosphäre und guck mal nach, ob wir eine schöne Mission finden hier, die wir machen können. Mercenary. Was haben wir? Remove Claim Jumpers. Sollen wir es versuchen? Oh. Obwohl, ich weiß nicht, wo sie ist. Hur L3, ne? Das ist ziemlich weit entfernt. Ja, dann nehmt mal alle die Call to Arms an. Und dann nehmen wir hier den Illegal Monitor. Der ist okay hier. MT Protect Service. Ich nehme die mal an, dann teile ich die mal mit euch. Und zwar jetzt. Genau, so, dann track ich die mal. Wir müssen jetzt zum Monitor. Wo steht er? ST431. Also ihr hört das Gurgeln auch von dem Schiff, das ist so richtig cool. Gehen wir noch ein bisschen in die Außenperspektive. Das sieht so cool aus. Ah, sorry, ich schwärme euch hier einen vor. Es ist wirklich so. Ich bewundere das Schiff-Design. Das ist einfach klasse. Auch wenn ich es nicht selber haben muss, es ist sau cool. So, wie hoch sind wir? 15.000 Fuß. Ich werde dann mal eine Route setzen. Wo haben wir ST432, ne? Wo ist. Ah, ST4 ist direkt hier im Orbit. Ja, prima. Ich hasse das, wenn die Beschriftung weggeht. Ne, halt. Ist ein Calliope, ist es, okay? Gut. Moment, ich krieg eine Braule, ich bin noch nicht raus. Ja. Ich warte hier einfach mal. Nicht schon wieder springen, bevor ich in deiner Nähe bin. Nee. Ich spool einfach schon mal und hoffe, dass ich dann sehe, wenn ihr hier bei mir in der Nähe seid. Seht ihr mich? Habt ihr mich irgendwie angeschaut? Ja. Vielleicht da. Dann mache ich noch einen schönen Screenshot. Für Weihnachten. Mein Weihnachtsstern. Oh. 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 Zack. Weihnachtsstern. Toller Screenshot. Der gefällt mir. Nochmal ein bisschen korrigieren hier. So. Sei da in der Nähe? Nein. Immer noch nicht. Hui. Ich fliege jetzt mal senkrecht hoch, damit ich mal aus der Atmosphäre rauskomme. Ah, okay. Gut, dann sag mir. Wie viele Atmosphäre hat ein Microtech? 24 Kilometer. Du musst mindestens auf 15 sein, um Quantumsprung zu machen. Ich bin jetzt auf 22. Und hab dabei immerhin 10% Hydrogen verballert. So. Das ist schon ordentlich. Aber gut, okay, ist jetzt natürlich. Ja, die Kartua ist auch ein Schiffchen, ne? Ein überschnelles. Ja, und sie ist auch alles andere als aerodynamisch. Ne? Aber ihr seht es ja auch schön, wenn ich hier mal so ein bisschen runter gucke. Ist natürlich alles alienmäßig. Ne? Ich hoffe, die macht auch gleich alienmäßig Pum Pum. Leider hört man die Schüsse nicht. Schade. Ja, Monkey, ich höre deine auch nicht. Sehe sie nur. Huch, ich sehe euch nicht mehr. Immer dasselbe mit euch. Siehst du unsere Marker nicht? Nö. Oh, ist natürlich doof. Ich meine, die Außenperspektive, vielleicht sehe ich dich ja.
Da fliege ich halt erstmal allein zu dem Punkt, dann sind wir uns ja wieder, oder? Warte mal gerade, ich wollte dich mal callen. Ja, vielleicht bin ich zu weit weg. Das kann natürlich auch sein, aber... So, ich fliege selber hin. Okay, dann treffen wir uns bei Calliope. Monkey und ich, wir springen jetzt. Quantum Travel engaged. Und da schossen sie an mir vorbei. Ja, super. Uiuiuiui, ruckelzuckel. Sieht man natürlich auch hier diesen genialen Quantum-Effekt, den man eben bei diesen Alien-Schiffen hat. Die haben alle einen anderen, das finde ich total cool. Ja, die Brawler hat zwar einen geilen. Ja. Das sehr, sehr psychedelisch. Das sind die Erdenschiffe schon fast langweilig dagegen. Ja, ja, definitiv. Also, da darfst du keine Drogen-Indos haben, du. Guck mal, ob ich jetzt hier eine Route zu dem schon mal setzen kann. Nee. Also, ich muss nach oben einspringen, damit es weitergeht. Ja, ja, ich muss auch irgendwie da hochspringen. Dann pass mal auf, wenn Pico da ist. Wo haben wir OM1? Da ist OM1. Ich spool schon mal. Pico ist zumindest schon mal hier, ist aber noch nicht nah genug, glaube ich. Oder hat noch nicht gespoolt? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich bin jetzt auf 600 Meter an dir dran. Dann spool mal bitte auf OM1. Habe ich schon. Moment. OM1 um. Du wirst mir hier ausgegraut oder ausgerötet gezeigt. Monkey ist voll. Hier stand gerade bei mir, Quantum Travel Calibration startet bei Unknown. Ja, ja, das war gut. Ich probiere es jetzt einfach, ja? Pico, du bist gespoolt. Moment, OM1, wo ist OM1? Links von der Sonne, rechts von der Sonne. Wenn die Sonne oben hast, rechts davon. Ach da. Jetzt habe ich Pico auch drin. So, dann spring schön. So, und jetzt müssen wir hier zu Comrade ST431. Ihr kennt die Mission, ihr wisst, was ihr machen müsst. Töten? Diese Satellitenscan zerstören. Wir haben 5 Minuten. Wenn wir den ersten zerstören, haben wir 5 Minuten, die anderen zu killen. Dann kommen halt noch Gegner dazu. Oh, Monkey ausgerichtet und gespoolt. Pico? Auf wohin? Der Destroy Monitors. Ja. Genau. Ja. 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 Pico spoolt, wunderbar. Dann klappt das ja diesmal auch wieder. Mal die Teufel nicht an die Wand. Nee, funktioniert. Ich sehe es ja hier im Display. Geht los. Okay, wie gesagt, wir müssen jetzt zu dem Hauptsatelliten hier fliegen und dann müssen wir scannen und diese kleinen Monitore finden. So, ich habe hier einen gefunden. Den nehme ich auch schon mal. Oh, dieses Geröhre, das ist total. Oh, da habe ich einen Contact. Das ist auch schon der Satellit hier. Und Kabausi, komm. Jawohl, Feuerwerk, yay. So, jetzt haben wir 5 Minuten, die anderen zu zerstören. Und da habe ich schon das nächste. Ne, das ist Pico. Den wollen wir nicht angreifen. Contact, Boogie. Fliegen wir jetzt erstmal zu den Satelliten. Contact. Target
um sie. Bei mir sind sie hier. So, jetzt schnappe ich mir hier mal einen Bösi. Wuhu! Das macht Spaß. Oh! Ach, Drecksack, der hat mich gerammt. Naja, jetzt aber noch alles heile. So, wo ist der Drecksack? Ja. Oh Mann. Da fehlt so ein bisschen der Rums hier an der Kiste. Ah, endlich. Oh, uns fehlt noch ein Monitor, ne? Ich fliege mal zu dem Monitor hin, der ist nämlich 13 Kilometer entfernt. Die haben hier einen ganzen Schwarm von... Ah, da ist er. Oh. Bumsi. Nehmt mal hier die kleineren Flieger, kümmert ihr euch um die Cutlass. Immer schön in Bewegung bleiben mit den leichten Jägern. Möglichst nicht treffen lassen. Ups! Ich glaube, ich hätte bessere andere Bewaffnung drauf getan. Kannst du bei den geliehenen Schiffen nicht machen. Hahaha, totales Redout. Du mal. Kleine dreckige. Boah! Aua! Boah, wer hat mich denn da jetzt gerammt? Wir sind gerade ineinander geknallt. War doch gerade gar nichts bei mir. Ja, doch, ich war da. Bist du jetzt tot oder was? Nö. Na gut. Hat's ja gut gegangen. So, ich nehme jetzt die Cutlass hier. Die schießt mir sonst nur die Schilde hier kaputt. Countermeasures. Oi, 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 oi. Peng. Oh, bei der Cutlass müsste mir ein bisschen helfen, glaube ich. Ja, Fixwaffen sind mir mittlerweile ehrlich gesagt schon lieber. Ah, so, weg. Nächstes Ziel. Bastard! Ja, Bastard! Grüß an deine Mutter. Oh. Oh.
Und boom. Ja, die Prowler gefällt mir. Ja, dafür, dass es ein Dropship ist, ne? Das ist schon... Die hat ja auch noch heftige Wummel, die überhitzen schnell. Aber wenn es mal triffst, meine Güte. Ja, Size 5, glaube ich. Size 4 oder Size 5, ich bin mir jetzt nicht sicher. Wummsi! Wunderbar. Das waren sie alle. Hast du es jetzt? Yep. Mission ist geschafft. Die Mission ist sogar geschafft. Also ihr seht jetzt auch übrigens hier mal schön. Also es hat mich doch einiges mehr gekostet, der Kampf jetzt durch die Kollision eben auch. Habe jetzt hier so eine Triebwerksabdeckung, sage ich jetzt mal, so einen von den Sternen halt verloren. Aber gut. Mein Schiff ist noch intakt, obwohl ich von einer Rakete getroffen wurde. Ja gut, du hast auch die Tevarin-Schilde drauf. Stimmt auch, das sind heftige Dinger. Ne? Eben, die Schilde sind nämlich relativ gut im Vergleich zu der hier. Die hat, glaube ich, 2 Schildgeneratoren und mehr ist nicht. Mir fehlt ein Triebwerk. Ach, nur ein Kratzer. Nur eine Fleischwunde. Ein Fleischwund. Ich spucke euch ins Auge und blende euch damit. Pro-Term Bounty, Mercenary, Remove Claim, Illegal Monitors Detected. Machen wir noch eine, komm. Eine geht noch. Eine geht noch, dann gehen wir auch. Jo. So, SD459. Ich share jetzt. Euterpe ist das. Ikiope. Clio. Clio. Oh, bin ausgerichtet und gespult. So, gut, da hab ich ausberechnet. Brauchst du gar nicht berechnen, reicht eigentlich, wenn einer das macht. Ja, ich habe aber trotzdem gern die Route berechnet. Ja, aber dann... Ich hatte oft schon das Problem, dass das ich dann... Das führt aber zu Problemen beim gemeinsamen Quantensprung. Öfters schon mal. Weil dann wird man meistens nicht mitgezogen. Ah, jetzt könnt ihr nochmal hier den Quantum sehen. Der sieht einfach nur genial aus. Also wie gesagt, seid besser nicht auf Droge, wenn ihr mit so einem Schiff in den Quantum geht. Das könnte nach hinten losgehen. Ah, auch sehr cool. Ah, muss man schon sagen. Schub, da sind wir. Quantum Travel complete. Bin ausgerichtet und kalibriere. Ich trinke mir aber nochmal einen Schluck hier. Hup. Aber ich muss sagen, so trotz allem so viel Spaß, die wie die Kiste ja auch macht, aber in meiner Saber fühle ich mich deutlich sicherer. Ich bin so, gut, ich bin sie auch gewohnt. Oder eher gewohnt. Ne? Gladius und Saber, das sind so die Schiffe, sage ich mal, die man mit am meisten geflogen ist, sage ich mal. Sind, aber zumindest die Gladius. Ne? Ich meine, früher Arena Commander, man hat ja nichts anderes gehabt. Wir hatten ja nichts. Was? Da ist doch einer. Aber es kommen ja auch immer regelmäßig Schiffe dabei. Ich meine, dieses Jahr haben sie auch wieder ein paar Schiffe Flight Ready gekriegt. Das ist ja auch schon mal cool. Contact. Oh, Contact Satellit. Und einige Features haben sie auch fertig gekriegt. Und die Undock-Schleuse sehen auch schon mal cool aus. Also... Ah, die haben schon einiges geschafft. Es sind halt viele, viele kleine Bits und Bobs, diese da. Upsi, schon tot. Okay. Das kennen. Wie gesagt, viele Bits und Bobs, die sie da so zusammengebastelt haben. Und, ich glaube, das ist nur Pico, ne? Ja, das ist nur Pico. Wenn das, ich habe noch einen entdeckt, wenn das Studio in Montreal, was sie da jetzt noch hochziehen, dann genau das macht, wofür es gedacht ist, eben Planetensysteme bauen, umso besser. Contact. Ich gebe mal hier ein bisschen Gas. Hm, kein Satellit. Contact. Ah, da ist er. Attack on right shield. Attack on
upfront shield. Um sie. Weg ist er. Gut, ich habe hier noch einen Jäger im Hintern. Den schnappe ich schon mal gerade. Naja. Das Schöne ist, man kann die relativ gut und relativ einfach ausmanövrieren, weil das hat der Jäger hier voll drauf. Also Strafing ist hier ist eine wahre Pracht mit der Kiste. Ich verlasse mich jetzt natürlich auch auf den Autogimmel, muss ich dazu sagen. Mach's mir ein bisschen einfach heute. Also ich habe meine Ziele direkt immer vor mir gehabt. Ui, der dreht sich schon lustig. Jo, und die nächste Fahrt geht rückwärts. Die übernächste wahrscheinlich direkt in die Hölle. Komm. Ah, so, geht in die Hölle. So. Next target. 5%, wunderbar. Du rammst mich nicht. Ah ne, bist du bei einem Satelliten? Nein. Ich glaube, ich habe noch einen. Haben noch 2 Minuten, das geht. Ah. Hab ihn. Da war noch einer hinter dir. Ja, weiß ich. Wollte erst noch den Satelliten hier sehen, dass ich den wegkrieg. Oh, ich glaube, da ist noch eine Cutlass unterwegs. Kontakt. Oh, das ist noch ein Monitor. Da dreht er sich. Und weg. Das war's. Für den haben wir nochmal 500 Euro extra. Euro soll ich schon. AOC extra bekommen. Ja, habt's jetzt gesehen, denke ich mal. Gerade hier diese Gian-Kiste. Unheimlich wendig. Macht total viel Spaß. Und die Jungs haben auch Spaß in der Prowler, sehe ich. Ich habe nur halben Spaß. Ein Triebwerk fehlt ja. Du hast noch halben Spaß. Warte, ich komme mal zu dir rüber. Dann gucken wir uns den halben Spaß mal an. Was? Object failed. Go to ST5. Please. Okay. Okay. Ja. Whatever. Bezahlt sind wir wollen. Bezahlt sind wir, dann ist ja alles gut. Naja, es sind halt noch so die 5.900 irgendwas war das, oder? Ja. So. Gucken wir mal, was der Monkey hier hat. Oh, hat Licht an hier. Er hat Aua. Ja, hat Aua. Soll ich mal pusten? Oh, bitte nicht. Nicht? Ja, Monkey hat Aua. Gut, ich würde mal sagen, ich sag Dankeschön fürs Zuschauen, Dankeschön in den Chat, Tropiewirbel, auch dir Dankeschön fürs Zuschauen, bist ja ein wiederkehrender Zuschauer. Morgen haben wir Origin, ganz toll,
Freue ich mich schon riesig drauf. Ganz, ganz viele Schiffe, sehr viel Luxus und ich glaube, da werde ich das kurze Schwarze mal auspacken. Und den Prosecco. Nein, morgen ganz normal Stream, wieder wie heute auch. Hoffentlich dann mit bei mir mit besserer Laune und weniger Kopfweh. Und dann würde ich sagen, schaut morgen wieder rein, wenn es heißt Origin Day mit den geilen Schiffen wie der 890 Jump. Wird ein Riesenspaß. Ich sage auch Dankeschön bei meiner Begleitung, dem Drunken und dem Piccolo, und sage Tschüss. Tschüss. Bye bye.